Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es handelt sich in diesem Falle ausnahmsweise mal um einen Let's Test, beziehungsweise als kleine Premiere auf meinem Kanal um einen Let's Test. Let's Test darum, weil es sich hierbei um eine Early Access Version handelt. Also ja, das kennt eigentlich jeder, brauche ich nicht großartig erklären. Auf jeden Fall ist das Spiel noch nicht fertig. Und ich gehe davon aus, wenn das Ding irgendwann fertig ist, dann müsste man das eh gegebenenfalls nochmal ganz von vorne spielen, weil die Speicherdaten ersetzt werden und so weiter und so fort. Deswegen auch fange ich jetzt hier gar nicht an, ein Let's Play draus zu machen, sondern mache es als Let's Test. Will sowieso erstmal reingucken und ja, mich gegebenenfalls davon überzeugen lassen. Ich meine, wie gesagt, Early Access, ich habe schon bezahlt. Ja, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger, als es kosten würde, wenn ich es irgendwann als fertigen Titel kaufe. So. Jetzt sind wir hier im Menü. Ich habe eigentlich in den Optionen schon soweit alles geregelt. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal rein und auch um euch zu zeigen, was man hier jetzt so einstellen kann, denn es ist ja schließlich ein Let's Test. Da testen wir natürlich auch die Einstellung. Musik und Effekte habe ich jetzt hier schon relativ leise eingestellt, denn ich möchte auch, dass man das Mikro hört, also mich. Sprache Deutsche. Sagen wir mal... Jetzt muss ich nur mal gucken. Steuerung allgemein, ja genau. Sprachen gibt es hier jetzt noch Englisch, Spanisch, Portugiesisch. Ja, wir nehmen auch natürlich Deutsch. So. Die Steuerung, Mausempfindlichkeit, Maus haben wir eigentlich gar nicht dabei. Ne, ich spiele ja mit dem Gamepad. Gamepad habe ich relativ, oder habe ich mal ein bisschen runtergesetzt, weil ich festgestellt habe, ich habe schon mal reingespielt, ganz, ganz kurz, dass es doch ganz schön schnell sich drehen kann, wenn man da den linken Stick bewegt und dann kommt man gelegentlich mal ein bisschen ins Schwitzen und ein bisschen durcheinander mit Sachen, die man vielleicht in die Hand nehmen möchte im Spiel oder so, und wenn man dann ständig mit dem Zeiger dran vorbeischnellt, dann ist das nicht so schön. So, weiter geht's. Wir haben hier eigentlich alles auf Ja, also auch sehr hohe Texturen, aber was anderes geht hier nicht, von wegen Schatteneffekte und was weiß ich. Doch, Schatten, 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 da sind sie doch. Ja, ja, genau. Schatten an, könnte ich jetzt auch ausmachen, aber was soll's. Ist ja der neue Laptop, das heißt, da kann ich mich etwas auslassen mit den Einstellungen, beziehungsweise muss nicht mehr drauf gucken, was mache ich jetzt auf Mittel, was mache ich auf Niedrig und so weiter. Und so fort. Hier kann ich mir eigentlich erstmal keine Grenze stecken, sozusagen. Da brauche ich mir keine Grenze zu stecken. Hier haben wir die Tastenbelegung für die Tastatur. Wir spielen nicht mit Tastatur, deswegen für mich selber uninteressant. Ja. Project Nightmares heißt das ganze Case 36 Henrietta Cadwood. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ein Projekt, in dem es sich um Albträume dreht. Wir spielen. Alles, was wir über Akte 36 wissen, hat einen Bezug zur Person Henriette Cadwood. War es nicht gerade Henrietta? Egal. Anscheinend war sie eine übellaunige Einsiedlerin, die von ihren Mitbürgern um jeden Preis gemieden wurde. Aber das meiste an weiteren Informationen über sie ist nicht mehr vorhanden, als wäre es vorsätzlich verborgen worden. Der Verkäufer, der unser Team die Puppe übergab, wahrscheinlich die wir jetzt gerade im Titelmenü gesehen haben, auf dem Stuhl, gab an, dass er sie in einem verlassenen Dorf im Süden gefunden hatte. Im Süden wovon? Wissen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, es ist spanisches Entwicklerteam oder italienisch, bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall in einem verlassenen Dorf im Süden von irgendwo gefunden. Press any key to continue. Habe ich nicht Deutsch eingestellt? Naja, aber das geht ja noch, so Kleinigkeiten. Dies ist ein Early Access Spiel und könnte Fehler enthalten. Die fertige Version kann abweichen. So. Kerzen. Kerzen wurden seit Urzeiten dazu benutzt, den Weg zu erleuchten. Die Hexen der vergangenen Zeiten fanden heraus, dass die Farbe des Kerzenwachses die spirituelle Energie ihres Lichtes darstellt. Die gelbe Kerze ist ein nützliches Licht gegen böse Erscheinungen. Ist denn das nun eine gelbe Kerze? Ich würde ja sagen, es ist eine stinknormale. Naja. LB, oh je, das ist jetzt wieder diese Xbox-Geschichte da. LB ist die ganz normale Schultertaste, um zu sehen, welche Kerzen du hast. Okay, da wird so unscharf. Naja, ist ja schon mal nicht schlecht. Drehen kann man jetzt gerade nichts, aber man kann Gegenstände, sobald man sie in die Hand genommen hat, natürlich bewegen. So. Ich mache das auch gleich.
Wie ist denn das mit Pause? Ah ja, Option. Also ich stelle fest, ich könnte den Controller sogar etwas... Na, da geht's schon los mit dem... mit dem linken Analogstick. So, den machen wir jetzt etwas höher. Das passt soweit. Und wir setzen... Na, ihr seht schon, ihr merkt, es ist also nicht ganz direkt. Es macht auch gern mal zwei Schritte. So, jetzt sollten wir hier irgendwie... Genau, diese Kerze nehmen. Ich habe schon mal ein paar Minütchen reingespielt. Es ist so, wir benötigen diese Kerze, wie wir auch gerade schon gelesen haben, natürlich um den Weg zu erleuchten und um vor bösen Erscheinungen zu schützen. Nachteil an dieser Kerze ist, dass die irgendwie schmilzt. Ja, die macht also ganz realistische Sachen, wie im richtigen Leben. Und jetzt gerade haben wir schon gelesen, unsere Objectives. Es gilt also, drei Bilder zu finden und dann... Und dann noch drei optionale Sachen. Drei Bilder. Alles klar, ja, mach doch. Ist übrigens tatsächlich abends, spät abends, es ist dunkel, ja, also ich habe allen Grund, mich zu fürchten. Ich habe hier nicht irgendwie tagsüber nur die Fenster abgedunkelt und sonst was. Sondern es ist tatsächlich spät abends, wo ich es liebe, meine Horrorspiele zu spielen. Ja, so viel mal dazu. Es gilt, drei Fotos zu finden, beziehungsweise Bilder nach wie vor. Ich finde jetzt gerade die Controller-Einstellung, also mit dem rechten Stick zumindest, finde ich ganz angenehm. Die war beim ersten Testspiel-Durchgang, war die so extrem. Da hat man sich zwar sehr schön schnell gedreht und alles, aber dafür konnte man auch nichts greifen, wenn man das wollte, weil man ständig dran vorbeigesprungen ist. So. Es waren ja auch schon ein, zwei Gegenstände, die ich hätte können anfassen und mir anschauen. Ich möchte allerdings tatsächlich schauen, dass ich diese Bilder finde. Jetzt gibt es erstmal einen Schlüssel. Ah, okay. Das habe ich jetzt beim Testspielen noch nicht gesehen. Ein Zimmerlein. Wenn ich lang genug reinstarre, springt wahrscheinlich irgendwas vors Schlüsselloch, ne? Sei es drum. Die Kerze ist schon ein Stück weit runtergebrannt, stellen wir fest. Weitere Kerzen gibt es meines Erachtens nicht. Ich habe zumindest bis jetzt noch keine gefunden. Sollte die Kerze jemals runterbrennen, dann haben wir ein Problem. Aber das seht ihr ja wahrscheinlich gleich. So. Eine Map vermisse ich leider ein bisschen, beziehungsweise... Ach sie, hallo. Möglicherweise gibt es eine, ich weiß aber nicht wo. So. Mich interessieren jetzt mal in erster Linie diese tollen Bilder, die wir suchen. Hm. Ja, jetzt nimmt er sie nämlich schon ein Stück höher. Ja, jetzt sollten wir irgendwie mal anfangen, Bilder zu finden. Die waren hier irgendwo. Die liegen auch irgendwo rum. Natürlich liegen die irgendwo rum. Was sollen sie sonst tun? Man muss sie ja auch finden. Ich habe nur das Gefühl, dass man diese Bilder eben im Idealfall finden sollte, bevor die Kerze runtergebrannt ist. Ne? Ach, guck mal, da ist ja eine Tür auf. Und jetzt ist sie zu. Kann man nochmal reingucken? Jetzt nicht... Doch, das war das gleiche Zimmer wie eben. Okay. Egal. Lasset uns nach Bildern suchen. Aber ich finde sie nicht. Und die Kerze ist bald runtergebrannt. Wie gesagt, wenn sie dann denn runtergebrannt ist, dann haben wir ein kleines Problem. Ihr werdet das Problem gleich kennenlernen. Irgendwo muss doch jetzt hier so ein Bild rumliegen. Da haben wir ein Büchlein. Das ist schon mal gut. Henrietta. Jetzt ist es wieder Henrietta. Vorher Henriette. Ich weiß nicht ganz genau. Henriette. Ne, sagen wir einfach Henriette. Dann ist egal, ob E oder A. Also Henriette... Nein, ich sag Henrietta. Henrietta Catwards Tagebuch. Geständnis. Wer auch immer diesen Brief finden... Okay, das Deutsche ist jetzt nicht perfekt, aber trotzdem, also habe ich schon Schlimmeres gesehen. Wer auch immer diesen Brief findet, dies ist mein Geständnis. Mit der Zeit werden Sie vielleicht alles verstehen, was in meinem Leben passiert ist. Aber ich werde versuchen, Ihnen so viel wie möglich dieser Stelle zu erklären. Dieser Stelle Ihres Lebens, schätze ich. Seit meiner Kindheit fühlte ich
dass ich irgendwie anders war als die anderen. In früheren Lebensjahren entwickelte ich ein einzigartiges Interesse an Dingen, die gewöhnlichen Leuten verboten waren, vor allem für Frauen. Nachdem ich ein Buch über Hexenkräfte gelesen hatte, wurde ich immer neugieriger und unruhiger beim Thema Okkultismus. Nicht nur wegen ihrer faszinierenden Geschichte, sondern auch wegen ihrem Versprechen auf Wissen über diese Welt. Als ich heranwuchs, blühte meine Leidenschaft für Zauberei auf. Es ist faszinierend, wie eine einfache Mixtur aus Substanzen das Leben eines Einzelnen komplett verändern kann, so wie meines. Als Bibliothekarin war ich in der Lage, die meiste Zeit meines Lebens meinen Büchern zu widmen. Bücher, die nicht nur Geschichten verbergen, sondern auch echte Wahrheiten. Okay. So. Kerze wird immer weniger. Die Henrietta hat sich gern mit Okkultismus beschäftigt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Henrietta hier auf uns wartet. Ja. Hallo? Okay, vielleicht sind diese Gegenstände, die hier ein bisschen rumfliegen, auch eine Art Wegweiser. Die zeigen mir wohin und so weiter und so fort. Oder zumindest mal sollte ich vielleicht dahin gehen, wo die herkommen. Jetzt ist die Tür wieder offen. Jetzt geht sie wieder zu. Yeah. Also, Kerze geht immer weiter runter. Ihr seht es, ich habe noch kein einziges Bild gefunden. Ich weiß aber, dass sie hier sind. Denn ich habe sie in meinen paar Minuten Testspielen bereits. Zwei habe ich sogar gefunden von den drei. Ja. Wir haben ja also ein klitzekleines Zeitlimit, was das Finden der Bilder angeht. Aber nun ja, das ist ein Let's Test. Wir machen das hier nicht, um das Spiel durchzuspielen, beziehungsweise um hier, sage ich jetzt mal, signifikanten Spielfortschritt zu machen. Wir gucken uns die Mechaniken an, wir gucken uns die Optik an. Die Optik ist ja schon mal ziemlich gut, wie ich finde. Ja. Wenn wir jetzt etwas schneller laufen und vielleicht irgendwo ins Licht gehen. Ja. Es hat sich, glaube ich, gleich erledigt. Mit diesen Bildchen hier. Sie sind tot, würde hier jetzt bei Resident Evil stehen. Nun ja. Jetzt haben wir einen klitzekleinen Ladebildschirm, das ist nicht weiter wild. Wir sind jetzt wieder hier. Wir sind jetzt wieder am Anfang dieses Levels, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Frau wirft jetzt hier vor, Putsch und Teller von der Wand. Ich versuche jetzt einfach mal tatsächlich hier mich ein bisschen schneller zu bewegen. Die Tür geht jetzt gleich wieder zu. Das Interesse. Was? Warum? Warum gestolpert? Warum gestolpert? Was ist passiert? Dill. Ah, das war jetzt aber cool. Also wenn man dieser, also hier war ja offensichtlich jetzt eine nicht ganz so normale Energie am Werk, ne? Also wenn wir diesen zu nahe kommen, werden wir offensichtlich auch irgendwie verletzt oder, ja, zu Fall gebracht. Dadurch ist die Kerze ausgegangen und dadurch wiederum, wurden wir etwas in Gefahr gebracht. Nicht schlecht. So. Jetzt gucken wir aber mal nach diesen, ich sag jetzt mal, gottverdammten Bildern hier. Die müssen ja nur irgendwo sein. Die müssen ja nur irgendwo sein. Ein bisschen schade finde ich es, dass es relativ... Oh, guck mal. Ich wollte gerade sagen, relativ viel zu öffnen gibt, wo dann aber nichts drin ist. Das wirkt wie ein okkultes Buch. Ein altes Buch mit einem furchteinflößenden Umschlag. Yep. Das Necronomicon. Nein, das ist es natürlich nicht. Wir legen es wieder ab. Das heißt, so eine Art Inventar oder was auch immer, wo man jetzt alle möglichen Sachen hier sammeln kann, gibt es scheinbar nicht. Man wird zumindest mal in der jetzigen Early Access Version wahrscheinlich nur die Sachen auch aufnehmen können, sage ich jetzt mal, die von Belang sind. Das sind jetzt in dem Fall unsere drei Fotos, von denen ich bis jetzt leider immer noch keines gefunden habe.
Oh, ein Schrumpfkopf. Das kommt auch vor. In den besten Familien. So, wir nähern uns zeitig... Oh, guck mal! It looks like a picture of a man. Ein Bild, das Porträt eines Mannes, bei dem das Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Das Bild ist stark beschädigt. Haben wir eingepackt. Erinnerungen, lange Informationen über das Haus. Finde 3 Fotos. Ein Foto habe ich gefunden. Finde die 4 verlorenen Masken. Das wäre jetzt optional, behaupte ich jetzt mal. Das ist aber ein Schrumpfkopf. Schrumpfkopf, das ist keine Maske. Masken? Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, Kerze ist schon wieder halb erledigt. Wir haben ein einziges Bild gefunden. It's an old mansion of some kind. This must be the Kedward House. Okay, ein Foto von einem alten Herrenhaus in einem seltsamen Rahmen. Naja, seltsam. What an interesting object. Oh Jesus. Maybe if I turn these pieces. Ja. Also ihr. Ich hab doch Zeitdruck, Leute. Okay. Ich hab eigentlich keine Zeit für sowas. Ne, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich muss das machen. Da ist ja... Der Rahmen geht dann bestimmt auch und das Foto kommt raus. Also womit ich sagen will, der Rahmen geht auf und das Foto kommt raus. Wenn sich das nur nicht jedes Mal hier wieder zurückstellen würde. Okay, okay, ich hasse es. Dieses Trial and Error, das mag ich eigentlich nicht. Vielleicht gilt es, eine Reihenfolge zu beachten. Naja. Also wir sehen, es sind auch ein paar Rätsel da. Die mehr oder minder nervig sein können. Sagen wir es, wie es ist. Tja. Aber wenn man sich jetzt natürlich, sag ich mal, 15 Minuten an so einem Ding hier verlustieren kann, an so einem kleinen Rätsel vermeintlich, dann macht das keinen Spaß. Wenn das sich durchs halbe Spiel zieht, dann ist das auch nicht mehr schön. Ich verstehe es nicht. Ist irgendwas mit der Reihenfolge? Ist hier irgendwo, sind hier Nummern eingraviert oder sowas, dass da drauf steht, wo ich anfangen muss? Es tut mir wirklich leid. Der Unterhaltungswert dieses Videos ist an dieser Stelle wahrscheinlich so gen Null. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, vielleicht fangen wir einfach mit dem hier an. Dann machen wir das. Dann machen wir... Ja. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Code zu. Den muss man erstmal finden. Dass da irgendwo steht, was man da machen muss. Ne? So wie es aussieht, ist die Kerze eh bald wieder leer. Das heißt, wir stehen dann wieder am Ende. Dann wird es auch das Ende dieses Videos sein, aber ich denke, wir machen noch ein zweites, in dem wir dann versuchen, zumindest mal diese 3 Bildchen hier zu finden. Ja, sollte es sich von vornherein natürlich in einem solchen Spiel so gestalten, dass sagen wir mal, A, solche Rätsel hast. Die Tür ist zu, ja, leider. Wo du solche Rätsel hast, wo du ums Verrecken nicht weißt, was du machen musst.
die du irgendwann vielleicht durch Zufall löst, dann ist das für mich schon mal nicht so schön. Ich sollte schon ungefähr wissen, was zu tun ist und sollte als Spieler auch eine Bestätigung haben, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Und vor allem sollte ich wissen, ungefähr was zu tun ist. Und das weiß ich hier im Moment nicht. Also das ist, sage ich jetzt mal, für mich dann schon so ein Kriterium, wo ich sage, entweder, liebe Programmierer, benutzt ihr das nur ganz, ganz, ganz selten, so hier und da mal an einer oder anderer Stelle, um, sage ich jetzt mal, das Spiel durch eine kleine Rätseleinlage aufzulockern. Oder aber, ihr guckt, dass ihr es so macht, dass es nicht ganz so unübersichtlich ist. Ne? Unsere Kerze ist jetzt gleich wieder leer. Leider. Ja, das ist jetzt wieder jedes Bild. This must be the Kedward House. What an interesting object. Maybe if I turn these pieces. Vielleicht, wenn ich diese Teile drehe, ja. Okay, da geht auf jeden Fall mal. Habe ich jetzt vorher auch schon gehört, dass es da ein bisschen tickt. Da scheint eine... Da scheint auf jeden Fall... Okay, das geht sehr kurz, das hier geht sehr lang, das oben links. Das geht bis jetzt am längsten, würde ich mal behaupten. Und das geht sehr, sehr schnell. Das heißt, ich würde fast hier oben anfangen, dann mit jenem und dann... Also... Moment. Vielleicht macht sich das Steuerkreuz da besser. Nee. Also. Also das, dann das, dann das und dann das. Ja? Nochmal. Yay! The lens distorts in a strange way. Maybe it'll help me see something. Ein Monokel, ein optisches Hilfsmittel, das in vergangener Zeit dazu benutzt wurde, um versteckte Nachrichten auf Wänden zu erkennen. Okay. LT gedrückt halten. Was ist denn LT nochmal? Das müsste dann diese Taste sein. Okay. Um zu benutzen. Alles klar. Das ist sehr interessant. Das gefällt mir ganz gut. Allerdings, ja, Kerze ist jetzt gleich leer, ne? Das Bild... Ah, hallo. Das Bild gilt als gefunden. Das heißt, es war das zweite. Ja, jetzt gilt es eigentlich nur noch, das dritte zu finden. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie rein zufällig, das noch zu bekommen in diesem Video. Ja, wobei ich es ja jetzt eigentlich schon beenden wollte. Aber jetzt, da wir das kleine Rätselchen da gelöst haben, ein Foto. Okay, das ist ein, also ein okkultes Symbol auf jeden Fall, das sie da um den Hals trägt. Ein Herz. Altes Metallherz. Okay. Jetzt haben wir mal die drei Bilder. Okay, finde vier verloren. Sekundäre Mission. Ja. Okay, wir haben die drei Bilder gefunden. Jetzt haben wir leider die Kerze verloren. Ja. Und ich bin tot. Gut. Also, das soll jetzt mal fürs erste Video gewesen sein. Das machen wir jetzt einfach mal so. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir im nächsten Video nicht einfach... Ja, genau. Wir sind wieder hier. Deswegen mache ich jetzt mal Pause, sonst verbrauchen wir da nur unnötig Kerze. Ich müsste jetzt mal schauen, ich schaue jetzt zwischen den zwei Videos mal, ob beide Fotos, beziehungsweise ob die drei Fotos als gefunden gelten oder ob man sie jetzt nochmal von vorne suchen muss, das wäre ein bisschen doof. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, sobald man die drei Dinger gefunden hat als Hauptziel, wäre da eigentlich irgendwas weiter zu tun, beziehungsweise ist es ja,
tatsächlich, aber die Kerze reicht uns nicht mehr, um das zu tun. Schauen wir mal, ob wir das im nächsten Video hinbekommen. Bis jetzt, muss ich sagen, bin ich von dem Spiel an sich positiv, wie soll ich sagen, positiv gestimmt. Es sind ein paar Kleinigkeiten, ja, wenn ich das jetzt mit diesem komischen Mechanismus da auf der Rückseite des Bilderrahmens sofort erkannt hätte, beziehungsweise sofort mal getestet hätte, dann hätte ich natürlich Bescheid gewusst. Ne, und so habe ich halt wild hin und her probiert. Das war nicht so doll. Ja, und wie es jetzt weitergeht mit unseren Bildern, mit den Masken, die man eventuell noch braucht, mit diesem Metallherz, wo wir es hinstecken, das machen wir im zweiten Video dieses Let's-Tests, ja, das ihr euch hoffentlich auch anschaut. Für dieses Video freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Vielleicht sogar ein Abo, meinen Kanal abonniert, das wäre super. Und über einen Kommentar freue ich mich auch. Bis zum nächsten Video und tschüss.